Der Projektkostenplan. Projektkosten lassen sich mit Hilfe des Projektkostenplans schnell und einfach darstellen. Wer die Aufgaben im bisherigen Online-Training sauber bearbeitet hat, braucht dazu nicht einmal Excel. Wie können nun solche Projektkosten berechnet und visualisiert werden? Hol dir dazu oben rechts im Reiter Materials die kostenlose Word-Vorlage zum Projektkostenplan. In der Spalte Arbeitspaket Meilenstein werden sämtliche Arbeitspakete und Meilensteine aus dem PSP übernommen. Für jedes Arbeitspaket und für jeden Meilenstein wird festgelegt, welche Kosten anfallen werden bzw. welche Kostenart. Die häufigste Kostenart in Projekten ist Personal, außer bei Investitionsprojekten. In den beiden Spalten Menge und Preis pro Einheit wird ermittelt, wie viele Stunden oder Stück pro Arbeitspaket anfallen und zu welchem Preis pro Einheit. Also zum Beispiel 5 Stunden a 100 Euro pro Stunde. Achtung! Interne Personalkosten sind häufig eh schon da Kosten, müssen also nicht angegeben werden. Falsch! Um ein Gefühl für die tatsächlichen Aufwände im Projekt zu bekommen, müssen auch diese Kosten ausgewiesen werden. Die Kosten sind dann schlussendlich eine simple Multiplikation. Bei größeren Projekten kann eine Excel-Tabelle sinnvoll sein. In vielen Fällen ist dieses Word-Formular mehr als ausreichend. Nachdem du dir nun die Vorlage für den Projektkostenplan besorgt hast, ermittle für jedes Arbeitspaket die Kosten und schlussendlich darunter den Summenstrich, damit du weißt, wie viel dein Projekt in Summe kosten wird.